Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch meine neue Taschenlampe vorstellen, die Lumintop B01. Und ja, das ist nicht nur einfach eine gewöhnliche Taschenlampe. Ihr könnt die auch als Fahrradlampe benutzen, denn es ist praktischerweise ein solcher Fahrradhalter hier mit dabei, den man flexibel auch einstellen kann in seiner Größe. Ich werde euch das gleich einmal zeigen, wenn wir das bei mir im Fahrrad dran machen. Dazu haben wir hier noch ein USB-Ladegerät. Ihr könnt die Batterie hier einmal, beziehungsweise die Taschenlampe, mitsamt der Batterie hier einmal laden. Da habt ihr hier einen Anschluss dran. Wichtig sollte immer zu sein, dass man auch gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Vor allem, wenn man vielleicht gerade mit dem Fahrrad im Regen unterwegs ist. Ja, ich werde euch die Taschenlampe gleich mal aus nächster Nähe zeigen. Dann zeige ich euch, wie sie funktioniert, wenn man sie durchschaltet. Wir gucken natürlich auch, wie hell sie leuchtet. Dazu gehen wir mal bei mir im Keller. Der ist komplett dunkel. Da habe ich einen Kellerflur. Da ist kein Fenster, kein nichts drin. Und dann können wir mal schauen, wie stark die Leuchtkraft hier in den einzigen Leuchtstufen oder in einzelnen Leuchtstufen ist. Wer auch Interesse an der Taschenlampe hat, ich stelle sie euch unten mal in der Videobeschreibung rein. Schaut euch mal hin, da findet ihr auch sämtliche technische Details, den aktuellen Preis und alles weitere Wichtige zu dieser Taschenlampe. Hier haben wir die Taschenlampe mal aus nächster Nähe. Hier laden habe ich ja schon gesagt. Hier könnt ihr sie übrigens aufschrauben und dann auch die Batterie rausholen oder auswechseln. Hier ist das gute Stück, könnt ihr einmal sehen. Ich mache das Ganze aber mal wieder rein, weil es geht ja jetzt hier um die Funktion. Übrigens, das Band hier war auch dabei, kann man sich ummachen, kann man die Taschenlampe nicht verlieren. Das hatte ich gerade eben vergessen zu erwähnen, genauso wie auch Ersatzdichtungen dabei waren. Falls diese mal porös wird oder verloren geht oder was auch immer, wenn man sie austauschen sollte, ist jedenfalls Ersatz mit dabei. Ja, anmachen tun wir die Taschenlampe, indem wir hier einmal drauf drücken. Ihr seht es. Ja, hier ist so ein Hase drauf auf dem Knopf. Wenn wir jetzt nochmal drücken, gehen wir eine Spur schneller und nochmal wieder. Und jetzt kommen wir wieder auf die kleinere Stufe zurück, wenn wir einmal drücken. Halten wir den Knopf gedrückt, dann geht die Taschenlampe wieder aus. Das sind so die gängigen Durchschaltfunktionen an der Taschenlampe. Ganz normal, Standard halt. An, ne? Wir haben jetzt hier, wir machen es nochmal, die leichteste, also die dunkelste Stufe, die mittlere und die hellste. Das reicht aus. Hier hat man drei Stufen, kurz gedrückt halten und die Lampe geht aus. So sieht es übrigens von vorn aus, wer es noch nicht gesehen hat, ist auch so ein bisschen wie so ein Reflektor. Dadurch eignet sie sich halt auch extrem gut als Lampe fürs Fahrrad. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns erstmal die Leuchtkraft an und dann zeige ich euch noch die Taschenlampe, wie sie am Fahrrad montiert wird. Wie ihr seht, seht ihr hier gar nichts, es ist stockeduster und ich mache jetzt mal die Taschenlampe an. Hier haben wir die niedrigste Leuchtkraft. Ja, wir haben jetzt hier ungefähr einen Kellerraum, der so gute 5-6 Meter lang ist. Hier hinten strahle ich mal die Tür an und ja, es geht. Ne? So viel sieht man jetzt noch nicht, aber wir machen mal eine Stufe höher und jetzt wird schon deutlich heller. Man kann hier auch so einen richtig schönen Lichtkegel sehen, wie man eigentlich so von Fahrradlampen her auch ganz gut kennt. Wenn ich das so seitlich mache, könnte es, glaube ich, auch nochmal gut erklären. Ein relativ breiter Strahl, Lichtkegel, aber nicht wirklich sehr hoch oder rund, wie bei vielen anderen Taschenlampen. Wir machen jetzt nochmal eine Spur heller. Und jetzt kann man aber schon deutlich sehen, dass der Raum hier wirklich schon sehr, sehr hell geworden ist. Nochmal die kleinste Stufe im Vergleich. Dazu wirkt es relativ dunkel. Hier könnt ihr jetzt die Montage am Fahrrad sehen. Ich habe das hier um so einen richtigen Rennradlenker drum gemacht. Die sind meistens sehr breit. Da hat man immer Schwierigkeiten, einen passenden Halter zu finden. Hier haben wir noch Spielraum, könnt ihr sehen. Hier über die Schraube kann man das lose drehen und verstellen. Oder halt festziehen. Ja, und da macht man einfach nur die Taschenlampe noch drauf. Einfach hier oben einmal einklipsen. Natürlich so, dass der Schalter, hier der Lichtschalter, nach vorne ist und dann kann man den nämlich auch einschalten und dann seht ihr hier mal im Spiegel, Licht ist an und ja, damit sollte man auf jeden Fall unterwegs mit dem Fahrrad auch gut sehen können und vor allem auch wahrgenommen werden. Ja, das Tolle ist, wenn man dann wieder irgendwo unterwegs ist, kann man ja auch ganz einfach die Lampe wieder ursprünglich als Taschenlampe verwenden. Ich hoffe dann, dass euch dieses Video hier gefallen, vor allem aber auch geholfen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, guckt unten in der Videobeschreibung hier wegen der Taschenlampe gerne mal nach und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin!